Okay, herzlich willkommen zu dieser kleinen Meditation, die dir dabei helfen soll, noch mehr im Hier und Jetzt anzukommen und dich selbst und deinen Körper noch tiefer zu spüren und deinen Körper als ein Hilfsmittel auch dafür zu verwenden, immer mehr in diesem Moment anzukommen. Stell sicher, dass du für die nächsten Minuten nicht gestört wirst, dass du dein Telefon ausgeschaltet hast und du dir einen ruhigen Ort suchst, wo du dich aufrecht hinsetzen kannst, aufrecht, ohne dich groß anzulehnen, wo du deine Wirbelsäule gerade halten kannst, nicht zu angespannt, aber auch nicht zu sehr einfallen, eine lockere, aufrechte Haltung, die dir dabei helfen kann, wachsam zu bleiben. Du kannst natürlich auch deine gewohnte Meditationshaltung einnehmen, wenn dir das angenehmer ist. Wichtig ist, während der ganzen Meditation auf deine körperlichen Empfindungen zu achten. Und jetzt lade ich dich ein, deine Augen entspannt zu schließen, wenn das für dich angenehm ist. Und ein paar Mal tief Luft zu holen, bis in den Unterleib hineinzuatmen. Wenn du magst, die Luft hier auch kurz anhalten und wieder ausströmen lassen. Genau so. Und noch einmal tief einatmen. Kurz die Luft anhalten. Und wieder ausatmen. Genauso. Und dann lass den Atem einfach ganz natürlich ein- und ausströmen. Und schau, ob du ihn beobachten kannst, vielleicht an deiner Nasenspitze, wie die Luft einströmt und ausströmt, oder auch wie sich deine Brust langsam hebt und senkt, und werde dir wirklich der Atembewegung in deinem Körper bewusst. Der Atem ist die Verbindung zu dem Energiefeld deines Körpers. Und denke nicht groß darüber nach, was da passiert, sondern fühle es einfach von innen heraus. Und so kannst du mit deinem Bewusstsein, deinem Gewahrsein, über deinen Verstand hinausgehen Gebrauch von deiner Wahrnehmung des Körpers zu machen. Wenn dir das hilft, kannst du gern auch etwas visualisieren, vielleicht ein Licht, in dem du dich eingebettet fühlst. Aber nutze das auch nur als ein Hilfsmittel,
für deinen Verstand und kehre ansonsten wieder ganz zu der Wahrnehmung deines Körpers zurück. Und fühle dein eigenes, einzigartiges inneres Energiefeld. Und lasse dann, wenn möglich, von jeder bildhaften Vorstellung ab. Lass dein Bewusstsein sich ausschließlich auf deine Körperempfindungen richten. Und wenn es dir möglich ist, versuche auch alle Vorstellungen, die du jetzt vielleicht noch von deinem physischen Körper hast, beiseite zu lassen. Und einzutauchen in ein allumfassendes Gefühl von Gegenwärtigkeit. Das einfache So-Sein des Augenblicks. Was dir helfen kann, die Grenzenlosigkeit deines inneren Körpers zu erfahren. Und konzentriere deine gesamte Aufmerksamkeit auf dieses innere Gefühl der Weite und Gegenwärtigkeit. Und verschmilz mit diesem Energiefeld. Sodass sich der scheinbare Gegensatz zwischen Beobachter und dem Beobachteten, zwischen dir und deinem Körper auflösen kann. Und es da auch kein Unterschied mehr zwischen innen und außen ist. Dass da auch kein innerer Körper mehr da ist. Weil du so tief in deinen Körper eingedrungen bist. Und ihn dadurch transzendiert hast. Du kannst in diesem formlosen Reich des gegenwärtigen Augenblicks so lange verweilen, wie es dir gefällt. Es ist immer vorhanden. In der Stille, hinter all den Formen,
Wenn du magst, bleib so lange hier, wie du magst. Ansonsten lade ich dich ein, dir allmählich deines physischen Körpers wieder bewusst zu werden, der Atmung deines Körpers. Du kannst auch, wenn du möchtest, wieder etwas tiefere und bewusstere Atemzüge nehmen, um die Energie in deinem Körper wieder deutlicher zu spüren. Und dann lade ich dich auch ein, langsam und in deinem ganz eigenen Tempo deine Augen zu öffnen. Und deinen Blick jetzt einige Augenblicke lang ganz ruhig und meditativ auf den Dingen in deinem Umkreis ruhen zu lassen, ohne sie im Geiste zu etikettieren. Verweile auch dabei im Gefühl deines inneren Körpers. Der Zugang zu diesem Bereich des Formlosen hat. Der dich wahrhaft befreien kann. Befreien kann davon, in der Form verhaftet zu bleiben und sich mit ihr zu identifizieren. Können das Formlose auch das Nicht-Manifeste nennen, der unsichtbare Ursprung hinter allen Dingen. Ein Bereich tiefen Friedens und tiefe Freude. Und auch einer intensiven Lebendigkeit. Und wann immer du dir dieses Augenblickes bewusst bist, dann bist du auch gewisserweise durchlässig für das Licht des reinen Bewusstseins, das von dieser Quelle ausgeht. Und du wirst bemerken, dass dieses Licht nicht von dem getrennt ist, wer du bist, sondern dieses Licht dein innerstes Wesen ausmacht. Wenn dein Bewusstsein
nach außen gerichtet ist, entstehen die Welt und die geistigen Aktivitäten. Doch wenn dein Bewusstsein nach innen gerichtet ist, dann kannst du deinen eigenen Ursprung erkennen und nach Hause kehren, in das Reich des Nicht-Manifesten. Und jedes Mal, wenn du zur Welt der Formen zurückkehrst, nimmst du auch die Identität mit der Form wieder an, die du vorübergehend aufgegeben hast. Und dann hast du auch wieder deinen Namen, deine Vergangenheit, all deine Lebensumstände und auch deine Zukunft. Doch auf die ein oder andere Weise bist du jetzt nicht mehr dieselbe Person wie zuvor. Denn du hast inzwischen eine Wirklichkeit erblickt, die nicht von dieser Welt ist. Obwohl sie natürlich ebenso wenig davon zu trennen ist. Wann immer du möchtest, kannst du zwischen diesen beiden Welten hin und her reisen. Es ist eine spirituelle Übung, die du immer wieder anwenden kannst. Und du einfach immer wieder einen Teil deiner Aufmerksamkeit abziehst und sie deiner inneren Welt, deinem inneren Körper zur Verfügung stellst. Auch während deiner alltäglichen Aktivitäten oder in deinen Beziehungen oder auch natürlich im Kontakt zur Natur. Spüre immer wieder in die Stille im Inneren und halte dieses Tor zu dieser anderen Wirklichkeit offen. Denn es ist durchaus möglich, sich sein Leben lang diesem nicht manifesten Raum bewusst zu sein. Und du kannst es immer unterschwellig fühlen
des tiefen Gefühls, des Friedens, als eine Stille, die dich nie verlässt, was auch immer da draußen geschehen mag. Du wirst zu einer Brücke zwischen dem Licht und dem Manifesten, zu einer Brücke zwischen Gott und der Welt. Das ist der Zustand der inneren Verbundenheit. Das ist der Zustand, den wir Erleuchtung nennen. Immer wieder in die Verbundenheit mit dem inneren Körper zurückzukehren. Diesen Körper immerfort zu fühlen, dies wird dein Leben rasch vertiefen und verwandeln. Denn je mehr Bewusstsein du deinem inneren Körper zuwendest, desto höher wird auch seine Schwingungsfrequenz. Ähnlich dem Licht, das heller wird, wenn du den Dimmer hochdrehst und dadurch den Strom verstärkst. Und auf diesen höheren energetischen Ebenen kann dich nichts Negatives mehr beeinflussen. Vielmehr noch werden sich neue Umstände ergeben, die dieser höheren Frequenz entsprechen. Wenn du mit deiner Aufmerksamkeit so oft wie nur möglich in deinem Körper weilst, und dich mit dem jetzigen Augenblick verbindest, und selbst wenn noch einige Gedanken und Emotionen, Ängste und Wünsche vorhanden sind, werden diese dich jetzt nicht mehr beherrschen. Du kannst über sie hinausgehen jetzt. Und finde jetzt bitte heraus, wo deine Aufmerksamkeit genau in diesem Augenblick ist. Du hörst gerade das, was ich sage. Deine Aufmerksamkeit kreist um das, was ich sage. Doch ein Teil deines Bewusstseins
kann immer in deinem Inneren verweilen. Du kannst immer wieder Kontakt aufnehmen mit deinem inneren Körper, während im Außen Formen entstehen und vergehen. Spüre den Energiestrom, der in deinem Körper von Kopf bis Fuß, von den Füßen bis zum Kopf fließt, unentwegt. Das Kribbeln in deinen Händen und Füßen, was deine eigene Lebendigkeit repräsentiert. Und ich lade dich ein, dich darin zu üben, in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit nach innen zu gehen, auch während du deinem normalen, geschäftigen Alltag nachgehst. Bleibe immer mit einem Teil deines Bewusstseins verankert in deinem inneren Körper. Und du wirst sehen, je mehr du diese Verbindung aufrechterhalten kannst, wird sich dein Immunsystem stärken. Deine Selbstheilungskräfte immer mehr aktiviert werden. Das hilft dir besonders bei ersten Anzeichen einer Krankheit, aber auch bei schwerwiegenderen Erkrankungen, die sich schon eingenistet haben, wird dir das Bewusstsein, deinen inneren Körper, den inneren Energiestrom dabei helfen, im Inneren wieder heil und ganz zu werden. Und dann ist es langsam Zeit, wieder aufzutauchen in die Welt der Formen. Wo sich dein alltägliches Leben abspielt. Nimm jetzt nochmal 2, 3 tiefere Atemzüge. Und komm langsam immer mehr wieder in der äußeren Welt an. Du kannst dich langsam etwas regeln und strecken. Ein bisschen mit deinen Augen blinzeln. Und nochmal tief einatmen. Lass nochmal die ganze Luft durch deinen Körper strömen. Und wieder ausatmen. Deine Hände und Füße etwas bewegen. Und immer mehr in der äußeren Welt anzukommen. Mit der Einladung, einen Teil in der inneren Welt zu belassen. Und so in deinen Tag jetzt zu gehen. In völliger Bewusstheit und Gegenwärtigkeit deines Äußeren
und deines inneren Körpers. Danke.